Mamedov. Bastić. Popovic. Und dieses permanente Vorchecking und der totale Einsatz, heute auch von Hannes Reinmeier, der zahlt sich aus. Nächste Möglichkeit, Kotzian. Schräger Winkel, was macht er? Tomislav schießt sofort, war richtig, noch einmal Langschuss, Tor, 1:0! Markus Schopp, der Torschütze, 1:0, längst verdient. 40. Minute, Sturm führt gegen Monaco mit 1:0. Da kommt ihm sogar ein leichtes Schmunzeln über die Miene, dem Ibiza Osim. Herrlich herausgespielt. Bei Reinmeier hat es begonnen, mit aggressivem Vorchecking den Ball geholt. Dann der lange, weite Pass, Kopfball von Job auf Kotzian. Und der trippelt da Monacos Abwehr schwindlig. 1-2, Corrado lässt den Ball aus und Job überhebt ihn jetzt mit Gefühl und der Ball ist im Tor. 1:0. So. Das Ganze noch einmal. Kotzian, schöner Hakenschuss und Unsicherheit bei Corrado und Schopp nützt das eiskalt aus. Für Markus Schopp ist das sein 5. Tor im Europacup. Kein Fehlpass. Eloa. Ah, war der Ball direkt dem Gegner zugespielt worden. Aber jetzt Platz für einen Konter. Und da ist viel Platz jetzt. Kotzian auf der linken Seite. In der Mitte ist Vastic. Auch Flörkin geht mit. Kotzian für Flörkin. Noch immer Flörkin. In der Mitte zwei von Sturm frei. Und Tor! 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 Es ist Markus Schopp. Das kann der Sieg sein, meine Damen und Herren. 2:0 in einer ganz heiklen und kritischen Phase. Monaco hat zu weit aufgerückt und dann der schnelle Konter. Großartig gemacht von Flörkin. 2:0 in der 88. Minute. Hier Kotzian. Schickt der Flörkin und er setzt sich gegen zwei Monegassen durch. Und da kommt seine Flanke genau auf den Kopf von Markus Schopp. Und ein wuchtiger Kopfball von Schopp, der damit sein 6. Europacup-Tor erzielt. Und der heute der Matchwinner ist. Ich wage es noch nicht auszusprechen, aber dieses 2. Tor kann für Sturm 3 weitere Punkte in der Champions League bedeuten, wenn der Schiedsrichter nicht allzu lange nachspielen lässt. Denn wir sind schon in der 89. Minute. Schüli, Kickelgruber.